Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Wir wollen heute unsere Reihe Teleskope fortsetzen und wir sind heute in Landshut. In Landshut am Gymnasium Seligenthal. Dort befindet sich eine Schulsternwarte. Diese Schulsternwarte betreut Bernhard Schwing und der stellt uns jetzt diese Sternwarte vor. Lieber Bernhard, wir sind hier in der Sternwarte in Seligenthal, am Gymnasium Seligenthal. Wie ist es dazu gekommen, dass hier mitten in Landshut es zu einer Sternwarte mit einem ganz, nicht ganz schwachen Teleskop hier kommt? Kannst du uns dazu etwas erzählen? Ja, das weiß ich natürlich auch nur vom Hörensagen, weil wir schon 1956 diese Sternwarte erhalten haben. Und da war maßgeblich der Professor Nögel beteiligt, ein Gymnasialprofessor, der sich schon lange mit Astronomie beschäftigt hat und hier dann diese Sternwarte konzipiert und mitgeholfen hat beim Aufbau. Und die weitere Nutzung war dann wirklich als Schulsternwarte gedacht. Die Schülerinnen haben sogar hier drunter gewohnt und da war das Internat. Da hat man durch den Schlafsaal durchgehen müssen. Das war für die männlichen Astronomen, die hier beobachtet haben, immer ein etwas größerer Akt, weil sie sich anmelden müssen. Genau, die haben sich anmelden müssen und dann haben die Mädchen schnell sich ankleiden, falls sie schon ausgekleidet waren müssen und sind dann durch diesen Schlafsaal hier aufgegangen. Jetzt ist es schon lange nicht mehr so, das Internat ist aufgelöst und man kann einfach frei hier raufgehen, wenn man einen Schlüssel hat. Und du hast einen Schlüssel? Natürlich. Ich bin 1986 hier ans Gymnasium gekommen und wie die Schwestern erfahren haben, dass ich mich mit Astronomie beschäftige, habe ich gleich die Aufgabe gekriegt, dass ich hier die Sternwarte wieder auf Vordermann bringe. Man sieht allerdings, sie ist nicht im allerbesten Zustand mehr. Immerhin, die Kuppel ist erneuert worden vor etwa 15 Jahren. Der Belag der Kuppel war das nur, da ist sie runtergehoben worden und wir haben ja hier diese schöne Lage, 20 Meter über der Stadt. Wir können wunderschön die Martinskirche und die Burg sehen. Großer Nachteil ist, wir haben den Dunst, die Dunstglocke der Stadt. Ja, genau. Sehr viel Licht und wir können eigentlich jetzt nur noch die hellsten Objekte beobachten. Das war aber damals auch schon so, wie ich 1986 hier die Motoren zum Beispiel eingebaut habe oder einbauen habe lassen. An dem Eck sieht man noch, man hat früher die Kuppel von Hand drehen müssen und das war, schon ganz schön Kraftaufwand. Und den Spalt, den muss man nach wie vor von Hand aufdrehen. Das schaffen nur die Kräftigeren. Aber das ist sicher nicht der Grund, warum sich die Schwestern aus dem Beobachtungsgeschäft zurückgezogen haben. Denn es gibt halt nur noch sehr wenige. Und die wenigen Interessierten, die sind schon zu alt, dass sie da noch beobachten könnten. Und so mache ich jeden Monat eine Führung, die aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Also, das Fernrohr ist ein 15 cm Refraktor, also ein Linsenfernrohr, das eine Brennweite von 2,25 m hat. Von der Linse gelangt das Licht hierher und hier haben wir ein Umlenkprisma, mit dem das Bild betrachtet werden kann. Die Okulare lassen sich wechseln und mit ihnen kann man die Vergrößerungen bestimmen. Dazu braucht man allerdings auch noch einen Sucher. Der Sucher bietet ein größeres Gesichtsfeld und eine geringere Vergrößerung, sodass man die Objekte leichter zentrieren kann und dann hier im Fernrohr mit großer Vergrößerung betrachten kann.
Die Vergrößerung variiert zwischen etwa 56-fach und 130, 150-fach. Man kann auch noch stärker vergrößern, aber bei der Luft hier in Landshut ist es nicht so opportun. Das gleiche Fernrohr hat damals auch der Professor Nögel gekauft und auf dem Engelberg in seiner Sternwarte platziert. Und diese Sternwarte ist nach seinem Tod aufgelöst worden. Leider ist er schon 1976 gestorben. Und das Fernrohr befindet sich jetzt im Archiv der Stadt Landshut, wird leider nicht genutzt. Die Optik ist sehr gut. Wir können hier wirklich sehr scharfe Bilder erzeugen, aber eben nur von hauptsächlich Planeten, Mond, die helleren Objekte des Himmels, Nebel und so weiter, die lassen sich auch noch sehen, aber alles andere, da müsste man woanders hingehen und das ist ja nicht der Sinn der Schulsternwarte. Ja, hier sieht man die große Linse mit 150 mm Durchmesser. Das sind zwei Linsen, die ganz exakt geschliffen sind und die dadurch eben dieses gute Bild geben, ein Fraunhofer-Fernrohr. Josef Fraunhofer war ein Optiker, der aus Straubing gestammt hat und dann in Benediktbeuern tätig war. Und der hat als erster Glasrezepte gefunden und mit diesen Glasrezepten hat er sehr großen Erfolg gehabt. Die Gläser waren von unerreichter Präzision und er hat dieses Objektiv erfunden. Das besteht aus zwei gegensätzlichen Linsen, ein Flintglas und ein Kronglas. Und die ergänzen sich so, dass die Farbreinheit wiederhergestellt wird, die eigentlich bei Linsen etwas leidet durch die Brechung. Die wirken so wie ein Prisma. Und wenn man zwei kombiniert, werden wieder zwei Farben zusammengebracht und das Spektrum ist dann besonders rein. Ja, die Kuppel hat 4 Meter Durchmesser, ist aus stabilem Holz gebaut, überdauert jetzt also schon über 60 Jahre. Allerdings wurde sie eben mit neuem Kupfer belegt und dadurch ist sie wieder für einige Jahrzehnte widerstandsfähig. Sie lässt sich mit dem starken Motor drehen und der Spalt lässt sich damit in jede Richtung bewegen, wo man eben die Objekte findet. Meistens in Richtung West, weil dort die Objekte untergehen. Wenn man länger Zeit hat, kann man natürlich auch im Osten schauen, wenn die Jupiter, Saturn, die Planeten aufgehen. Das ist der Unterbau der Montierung. Man sieht hier oben die Säule noch umragen. Der muss besonders stabil sein, vor allem bei diesem hohen Gebäude hier, denn jede kleine Erschütterung macht beim Fernrohr eine große Bewegung aus und man kann dadurch die Objekte nicht so gut sehen. Die Stabilisierung erfolgt durch ein Netz von verschiedenen Stahlrohren und unten eine Bodenplatte aus Beton. Wir sind ja hier schließlich im fast 5. Stock. Bernhard, vielen Dank. Du hast uns oben jetzt ja bereits das Teleskop und die Montierung und die Kuppel gezeigt. Kannst du uns noch etwas dazu sagen, wie ihr diese Sternwarte jetzt im Schulbetrieb benutzt, beziehungsweise ob es hier noch anderweitige Nutzung gibt oder ob man die auch besichtigen kann, ob man die praktisch nutzt? Ja. Wir nutzen die Sternwarte im Gymnasium, gerade in der Oberstufe hauptsächlich, weil da ist in der Q12 ein Astrophysikkurs meistens, den ich halte. Und da wird ein- oder zweimal in die Sternwarte gegangen und beobachtet. Dann gibt es aber auch von der Grundschule, die auch hier angesiedelt ist, eine Beobachtungsmöglichkeit, die dann mit dem Förderverein
funktioniert und eine Lehrerin, die ist sehr engagiert und die führt die Kinder auch mal am Tag rauf und zeigt ihnen die Anwendung der verschiedenen Himmelsrichtungen. Auch sehr anschaulich. Wir nutzen die Sternwarte außerdem für öffentliche Beobachtungen, die ich jeden Monat anbiete, ungefähr um die Zeit des Halbmonds, weil da der Mond besonders gut zu sehen ist. Dann schauen wir uns Planeten an und da kann man sich dann auch auf der Homepage anmelden und es wird ja eingeblendet. Also das ist auf der Homepage eine E-Mail-Adresse, da können wir E-Mailen und... Ja. Es ist besonders wichtig, dass man das per E-Mail macht, weil das Wetter ändert sich leider in Deutschland sehr schnell und auch bei uns. Deswegen muss man rechtzeitig dann absagen oder zusagen können. Kurzfristige Angelegenheit, so eine Veranstaltung, gerade mit Astronomie. Ja, kurz vorher, genau. Also Bernhard, vielen Dank für deine Zeit und für deine aufschlussreichen Informationen von der Sternwarte Seligenthal. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Schülern und mit deinen Interessenten, die dich besuchen hier an der Sternwarte. Danke, Bernhard. Danke.